Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es um das neue Lumina mit Bibliotheksmodul, Lumina 3. Viel Spaß! Wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann kannst du das gerne tun. Stefan Schäfer 90 heiße ich dort. Dort poste ich immer meine neuesten Fotos. Also, folg mir auf jeden Fall auch dort. Und aktuell möchte ich dich noch darauf hinweisen, es ist ja Weihnachtszeit und dementsprechend gibt es auch in meinem Online-Shop auch ein aktuelles Weihnachtsangebot. Das bedeutet, du kannst 20% sparen auf alle Videotrainings, die es dort gibt. Also auf jeden Fall mal vorbeischauen. Bis zum 24. Dezember hast du da Zeit, diese Weihnachtsaktion. Das ist auch so ein kleines Dankeschön an euch, dass ihr immer mit am Start seid und mich hier so supportet. Deswegen möchte ich an der Stelle auch ein bisschen was zurückgeben. Und gerade jetzt in der Weihnachtszeit hat vielleicht der ein oder andere Bock, mal bei einem Tässchen Kaffee einfach ein bisschen Bildbearbeitung oder Fotografie zu lernen. Ich möchte dir heute die neue Version von Lumina zeigen. Die heißt Lumina 3, nicht Lumina 2019, wie man vielleicht hätte vermuten können, sondern Lumina 3. Und es gibt endlich das lang ersehnte Bibliotheksmodul. Und darum soll es natürlich heute auch insbesondere gehen. Ich möchte dir also zeigen, was sich verändert hat und wie wir in Zukunft damit arbeiten können. Lass uns mal direkt starten. Ich muss dazu sagen, das hier ist eine Beta-Version. Es ist also noch nicht die finale Version, die am 18. Dezember rauskommen wird, sondern das ist eine sehr weit fortgeschrittene Beta-Version. Ich denke mal, es wird ziemlich genau so am Ende aussehen. Vielleicht noch so ein paar Kleinigkeiten werden verändert. Du siehst zum Beispiel jetzt hier noch, ich habe eigentlich die deutsche Version und trotzdem sind noch so ein paar englische Begriffe hier mit dabei. Also das Menü ist noch auf Englisch und so weiter. Und das hier zum Beispiel ist schon auf Deutsch. Ja, hier oben, also Bibliothek, Bearbeiten, Info. Das ist jetzt schon auf Deutsch übersetzt. Aber es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, die noch auf Englisch sind. Ich denke mal, in der finalen Version wird das dann definitiv alles übersetzt sein. Und du siehst jetzt hier auch schon die erste große Neuerung. Das hatten wir vorher nicht hier in Lumina. Also ich habe jetzt hier einige Fotos in dem Programm drin und ich bin hier oben in dem Bibliotheksmodul. Also es gibt jetzt hier mehrere Module, einmal Bibliothek, einmal Bearbeiten. Das kennen wir ja schon. Das war bisher so das einzige Modul, was es gab. Und es gibt auch ein Infomodul. Das bedeutet, ich kann jetzt hier das Histogramm zum Beispiel sehen, ich kann hier die Kameradaten sehen, wie das Ganze aufgenommen wurde und so weiter. Ich denke mal, das Interessanteste ist hier allerdings das Bibliotheksmodul, was ich dir jetzt mal ein bisschen genauer zeigen möchte. Und der größte Vorteil oder beziehungsweise der größte Unterschied zu Lightroom, den ich bisher so rausgefunden habe, ist, dass man seine Bilder nicht wie in Lightroom importieren muss. Und dann sind die als Referenz quasi in dem Programm gespeichert. Denn dann hat man ja zum Beispiel das Problem gehabt, wenn man die Bilder auf eine andere Festplatte gezogen hat, dann war diese Referenz in Lightroom nicht mehr vorhanden und man musste das Ganze neu verlinken. In Lumina ist das so, dass man da ohne Verlinkung arbeitet, sondern man fügt diese Ordner jetzt hier einfach hinzu und dann sind diese Ordner hier quasi auch direkt verfügbar. Wenn ich jetzt also zum Beispiel hier, ich habe jetzt hier mal einen Ordner eingefügt, der nennt sich fertige Fotos, der ist auf meiner internen Festplatte vorhanden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Foto hier aus diesem Ordner löschen würde, dann ist das hier auch in Lumina nicht mehr vorhanden. Das werde ich jetzt hier einfach mal kurz zeigen. Ich habe jetzt hier genau diesen Ordner geöffnet, fertige Fotos, und du siehst, das ist jetzt hier auch genau dieser Ordner. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal dieses Bild hier, was man oben rechts sieht, ja, das muss ich jetzt hier mal wiederfinden, hier ist es, wenn ich das jetzt hier einfach mal in den Papierkorb ziehe hier unten, dann ist dieses Bild auch, du siehst es schon jetzt hier im Hintergrund, automatisch direkt weg. Also, der größte Unterschied ist eigentlich, wir müssen nichts importieren, sondern wir fügen hier diese Ordner einfach hinzu. Und das möchte ich jetzt mal anhand eines weiteren Beispiels hier tun. Ich klicke jetzt hier einfach mal auf dieses Plus und dann kann ich jetzt hier einen weiteren Ordner hinzufügen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal mir noch ein paar Beispielbilder runtergeladen, die mir Skylum hier zur Verfügung gestellt hat. Das sind also jetzt gar nicht mal meine Fotos unbedingt, sondern die sind jetzt hier zum Beispiel mal von Richard Harrington. Und diesen Ordner werde ich jetzt hier einfach mal hinzufügen und dann ist hier Richard Harrington als neuer Ordner auch drin. Du siehst, diese ganzen Fotos werden jetzt hier importiert. Das geht auch relativ fix. Das sind alles RAW-Dateien und die habe ich jetzt hier drin. Wenn ich jetzt hier oben mal auf alle Fotos klicke, dann werden auch die von Richard Harrington hier mit angezeigt. Und ich kann hier in die einzelnen
Ordner natürlich auch noch reingehen und dann werden mir nur die entsprechenden Bilder in den einzelnen Ordnern angezeigt. Dahinter sieht man auch immer, wie viele Bilder in den einzelnen Ordnern drin sind und das kann sich natürlich jetzt hier über die Zeit aufbauen. In Lightroom habe ich es immer so gehabt, ich habe einzelne Ordner gehabt und die habe ich meistens so benannt, dass ich erst das Jahr, dann den Monat und dann den Tag und dann, was an diesem Tag passiert ist, benannt habe. Hier ist es jetzt so, dass man theoretisch das Ganze auch einfach sortieren kann nach bestimmten Aufnahmedaten zum Beispiel. Das heißt, ich kann jetzt hier mal in alle Fotos reingehen und jetzt könnte ich zum Beispiel mal sagen, ich möchte mir nur die Fotos anzeigen lassen, die im Jahr 2018 geschossen worden sind. Ich könnte jetzt aber auch noch in die einzelnen Monate hier reingehen. Zum Beispiel im Januar wurde jetzt hier das Foto von dem Brandenburger Tor geschossen. Oder im August, ja, da sieht man jetzt eine ganze Menge hier von dem Richard Harrington zum Beispiel. Im September hier haben wir auch zwei Fotos drin und im Oktober. Und ich könnte natürlich jetzt hier auch noch in die einzelnen Tage reingehen. Und das sind hier ja schon von Luminar direkt bereitgestellte Sachen. Das heißt, ich müsste das jetzt hier nicht mehr nach Datum sortieren, sondern das macht hier Luminar für mich automatisch. Also das ist schon mal eine ganz coole Sache. Ich kann jetzt hier zum Beispiel auch reingehen, Recently Added. Das bedeutet, das sind jetzt die Bilder, die ich zuletzt hinzugefügt habe. Das sind jetzt hier ja eigentlich erstmal alle, denn die habe ich ja gerade eben erst alle hinzugefügt hier. Und dann gibt es auch noch einen Ordner, der nennt sich Recently Edited. Und das sind Bilder, die ich jetzt gerade bearbeitet habe. Ja? Bedeutet, da habe ich jetzt hier gerade eben schon mal so ein bisschen rumexperimentiert und das sind Bilder, die ich gerade eben hier schon mal bearbeitet habe. Das heißt, ich kann hier relativ schnell auch Bilder wiederfinden. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe diese Woche tolle Bilder bearbeitet, dann kann ich mir jetzt die hier zum Beispiel anzeigen lassen. Oder ich habe nur Bilder, die ich heute bearbeitet habe. Ja, sind jetzt in dem Fall hier alles dieselben Bilder, denn ich habe erst seit heute mit dieser Version hier gearbeitet. Aber wir haben hier eine Möglichkeit, relativ schnell Bilder wiederzufinden. Jetzt siehst du, dass es hier nicht nur Ordner gibt, also hier heißt es noch Folders, sondern es gibt auch Alben. Alben, da ist der große Unterschied, ich könnte jetzt ein Foto, was in einem Ordner drin ist, in mehrere Alben packen. Zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, ich habe relativ viele Städtefotos und zum Beispiel hier aus Dubai. Dann könnte ich jetzt sagen, na, ich war mehrmals in Dubai und dann könnte ich mir ein Album erstellen, wo alle Fotos aus Dubai drin sind. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel mal sagen, ein neues Album. Das kann ich jetzt hier auch umbenennen und da sage ich jetzt zum Beispiel mal Dubai. Da ist jetzt schon das erste Bild drin, das hatte ich nämlich gerade eben markiert und wenn ich jetzt ein neues Album erstelle, dann werden automatisch alle Bilder, die ich gerade eben markiert hatte, auch in dieses Album mit reingepackt. Das passt hier ganz gut, denn dieses Foto wurde auch in Dubai gemacht und jetzt könnte ich zum Beispiel hier mal noch hingehen und sagen, dieses Foto hier, das habe ich auch in Dubai geschossen. Und das ziehe ich jetzt hier einfach per Drag and Drop in das Album Dubai hier mit rein. Also das ist eine sehr, sehr schöne Sache, wie man seine Bilder organisieren kann. Natürlich gibt es jetzt auch die Möglichkeit, ähnlich wie in Lightroom, dass man seine Bilder bewerten kann, farblich markieren kann und auch einfach aussortieren kann. Ich mache jetzt hier mal einen Rechtsklick auf ein Bild. Jetzt kannst du hier schon sehen, in diesem ganzen Dialog Markierung setzen. Ich könnte jetzt also das ganze Bild markieren. Ich kann es ablehnen oder es ist einfach unmarkiert. Ja, das ist so der Standard Zustand erstmal. Aber du siehst auch dahinter, es gibt Shortcuts dafür. Das heißt, ich kann jetzt einfach die Taste P drücken zum Beispiel, um ein Bild zu markieren oder die X-Taste, um es abzulehnen. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das Bild gefällt mir nicht, dann drücke ich einfach mal die X-Taste, dann graut sich das ganze Bild hier so ein bisschen aus. Ich habe es quasi abgelehnt und das bedeutet, dass ich hier an dieser Stelle mit diesem Bild nicht weiterarbeiten möchte. Mit der Taste U kann ich das Ganze wieder zurücknehmen. Dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, hier meine Bewertung festzulegen. Das kennt man auch aus Lightroom. Sterne 1 bis 5 und die sind auch mit den Tastenkürzeln 1 bis 5 hier belegt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier die 3 klicke, dann vergebe ich diesem Bild hier 3 Sterne. Und ich habe auch die Möglichkeit, ein Farbetikett zu setzen. Das heißt, Rot, Gelb, Grün, Blau und Lila sind hier die Farben, die ich vergeben kann. Dann könnte ich hier zum Beispiel auch sagen, dass dieses Bild eine rote Farbmarkierung bekommen soll. Und dann siehst du hier oben auch diesen roten Kreis. Also das kennt man alles soweit aus Lightroom schon und auch jetzt haben wir die Möglichkeit, das Ganze in Luminar zu machen. Ich habe jetzt außerdem die Möglichkeit, hier mein Bild zu drehen, links drehen, rechts drehen und was jetzt auch noch richtig cool ist, ich kann meine Anpassung kopieren. Das heißt, wenn ich jetzt ein Bild hier bearbeite, dann kann ich ähnlich wie in Lightroom die Synchronisieren-Funktion quasi nutzen und dann hier auch die Bearbeitungsschritte auf weitere Bilder übertragen. Das werde ich jetzt einfach mal machen und dazu wähle ich jetzt einfach mal dieses Bild hier aus, mache mal einen Doppelklick drauf, dann öffnet sich das ganze Bild hier auch in groß. Ich habe jetzt hier auf der linken Seite noch hier den sogenannten
Filmstrip noch mit dabei. Das heißt, hier werden jetzt die ganzen Bilder auch nochmal angezeigt. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel mal in das Bearbeiten-Modul reingehen und werde jetzt hier einfach mal ganz einfach mit dem Accent AI-Filter hier das ganze Bild noch ein bisschen nachbearbeiten. Ja, du siehst, ein paar kleine Anpassungen werden hier noch gemacht. Ein bisschen Schatten aufhellen, nicht zu doll. Und ein paar Lichter noch abdunkeln. Ein bisschen Kontrast gebe ich noch mit dazu hier. Genau, das sollte eigentlich schon genügen. Und ich werde jetzt hier einfach mal die Farbtemperatur noch ein bisschen anpassen. Einfach nur, damit man gleich den Unterschied sieht. Ja, das sieht jetzt nicht besonders gut aus. Aber was ich jetzt hier machen möchte, ich mache jetzt hier wieder einen Rechtsklick auf dieses Bild. Und dann sage ich Anpassung kopieren. Und werde jetzt hier diese Anpassung auf dieses Bild, was ja der gleiche junge Mann ist, einfach mal übertragen. Das heißt, Anpassung, Anpassung einfügen und dann hat man hier genau die gleiche Bearbeitung, die ich gerade eben auf dem anderen Bild gemacht habe. Und diese Möglichkeiten, die habe ich bisher in Luminar so ein bisschen vermisst und mit diesem neuen Update ist es endlich soweit und wir haben all diese Funktionen, die man braucht, um wirklich einen kompletten Foto-Editor zu haben mit Verwaltung. Ich gehe jetzt hier nochmal in das Bibliotheksmodul. Hier oben über diese Leiste können wir jetzt auch wieder in die Grid-Ansicht kommen. Und ich möchte dir jetzt noch hier ein paar kleine Sachen zeigen. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel hier auch sagen, meine Anpassung hier, wie das Ganze dargestellt werden soll. Ich kann also hier auch sagen, ich möchte die Bilder größer oder kleiner dargestellt haben, je nachdem, wie ich sie mir angucken möchte. Und ich möchte dir noch ganz kurz ein bisschen was zum Feeling sagen, von der Geschwindigkeit her. Denn es gibt jetzt natürlich wieder die Frage Geschwindigkeit, Luminar. Das sind jetzt hier wirklich RAW-Dateien. Ich zeige das jetzt hier auch in der Info. Das ist also eine NEF-Datei, eine RAW-Datei von Nikon. Und wenn ich jetzt hier einfach mal so durchscrolle, dann siehst du auch schon, dass diese Dateien hier sehr, sehr schnell angezeigt werden. Das bedeutet, da wird nicht groß nachgezogen, sondern die werden eigentlich direkt hier alle so dargestellt. Ja, also das hier sind wirklich alles RAW-Dateien und du siehst, wie schnell ich hier durchgehen kann, ohne dass hier diese Dateien lange laden müssen. Das ist ja immer so ein bisschen so eine Sache gewesen, die in Konkurrenzprodukten vielleicht dann ein bisschen länger gedauert hat. Okay, jetzt hier tatsächlich sind wir an einem Punkt angekommen, wo mein Rechner mal nachgeladen hat, also wo das Ganze nicht sofort dargestellt wurde. Aber du siehst jetzt hier, ich kann hier wirklich sehr, sehr schnell durchgehen. Okay, das hier sind jetzt JPEG-Bilder tatsächlich. Da kann man das Ganze jetzt hier nicht mehr so wirklich zählen. Aber die Bilddateien am Anfang, das waren wirklich alles RAW-Dateien. Du hast es ja hier auch in der Infobox immer gesehen. Und also der Speed-Test, muss ich wirklich sagen, bin ich überrascht. Das ist wirklich eine Sache, die Luminar jetzt wirklich sehr, sehr gut beherrscht. Also die RAW-Dateien werden sehr, sehr schnell angezeigt. Auch noch eine schöne Geschichte. Jetzt fragt man sich vielleicht, ja, ich will jetzt einfach mal ein Bild bearbeiten, will das jetzt hier aber nicht unbedingt alles immer in gleich Ordner packen, sondern ich habe jetzt einfach mal einen Schnappschuss gemacht, den möchte ich einfach schnell bearbeiten, ohne dass ich das Ganze hier irgendwie in Ordner hinzufüge. Auch das ist in Luminar möglich, denn du kannst jetzt hier einfach mal auf File gehen und dann sagen, Bilder für schnelle Bearbeitung öffnen. Das kann ich jetzt hier einfach mal tun, ja, und dann öffne ich jetzt einfach mal zum Beispiel dieses Bild hier. Das möchte ich jetzt gar nicht in irgendeinen Ordner hinzufügen, sondern ich möchte jetzt hier einfach eine schnelle Bildbearbeitung machen. Zack, ein bisschen hier die Färbung noch reinbringen, ja, und vielleicht setze ich hier noch ein LUT drüber. Da werde ich jetzt hier mal einen Filter hinzufügen noch und jetzt einfach mal hier LUT Mapping noch sagen. Und dann wähle ich jetzt hier einfach mal ein LUT aus. Ja, zum Beispiel hier Manhattan gefällt mir ganz gut. Ja, und jetzt habe ich hier eine schnelle Bildbearbeitung gemacht, so wie ich es brauchte, ohne dass ich jetzt dieses Bild in einem extra Ordner hinzugefügt habe. Wo diese aber jetzt drin sind, diese Bilder, das ist jetzt hier der Ordner Quick Edits. Der wurde jetzt gerade eben hier erst erstellt und in diesem Ordner sind dann alle Bilder drin, die ich einfach schnell bearbeiten wollte, ohne dass ich das Ganze jetzt hier in einem Ordner nochmal unten angelegt habe. Das sind hier also die sogenannten Quick Edits. Auch das ist möglich, wenn man jetzt, wie gesagt, nur einen schnellen Schnappschuss gemacht hat, ohne dass man den importieren möchte. Ansonsten ist die Oberfläche relativ ähnlich geblieben. Das heißt, du kannst dir hier unten zum Beispiel auch wieder die Presets anzeigen lassen, wobei das auch noch eine Änderung ist. Da werde ich auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Die Presets heißen jetzt nicht mehr Presets, sondern sie heißen Luminar Looks. Und das ist auch noch eine Sache, wo wir natürlich ein bisschen genauer drauf eingehen werden.
Das ist jetzt erstmal so der erste Eindruck von dem neuen Lumina. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, ja, was kostet das Ganze denn? Jetzt im Moment, der Einführungspreis kostet das neue Lumina 59 Euro. Und wenn du den Rabattcode noch nutzt, den ich unter dem Video hier packe, dann sparst du nochmal 10 Euro. Das heißt, du kriegst Lumina 3 aktuell für 49 Euro. Aktuell heißt natürlich ab dem 18. Dezember, ja, also noch ist es ja nicht verfügbar, aber ab dem 18. Dezember kannst du Lumina dann für 49 Euro bekommen, was bedeutet, du kannst also wirklich für sehr geringes Geld hier einen sehr schönen Foto-Editor bekommen und es sind alle Updates für das Jahr 2019 kostenlos mit enthalten. Das ist das Versprechen von Skylum, was ich dir hier an der Stelle natürlich nur so weitergeben kann. Das habe ich so gehört. Und das ist doch wirklich eine tolle Sache, dass man hier für unter 50 Euro so ein Programm bekommt mit allen Updates für mindestens ein Jahr. Also, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Falls du noch Fragen dazu hast, einfach unten in die Kommentare damit. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Großes vergessen, aber natürlich werden wir auf die einzelnen Sachen hier in dem neuen Lumina auch nochmal ganz genau drauf eingehen und ich würde mich freuen, wenn du da einfach dran bleibst. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.